Schön, dass Sie mit dabei sind. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Euromax Leben und Kultur in Europa. Man kennt Weinsommeliers, Wassersommeliers vielleicht. Neuerdings gibt es aber auch Fleischsommeliers. Wir treffen heute einen der Besten. Hier sind unsere Themen. Sommerzeit ist Grillzeit. Das hat sich nicht geändert. Aber in puncto Fleisch hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Die Deutschen essen immer weniger. Dafür legen sie immer mehr Wert auf Qualität. Der Fleischkauf ist fast zu einer Wissenschaft geworden. Und ähnlich wie beim Wein gibt es deshalb auch dort inzwischen speziell ausgebildete Experten. Metzgermeister können sich seit diesem Jahr beim Fleischverband Bayern in einem zweiwöchigen Kurs zum Fleischsommelier weiterbilden. Und Dirk Ludwig, der weiß, worauf es ankommt. Und für alle Kinofans haben wir jetzt was Schönes im Euromax Express, unseren kurzen aktuellen Geschichten aus Europa. Sie haben gerade eben im Beitrag die Regenschirme gesehen. Das Sommerwetter macht hier in Deutschland gerade Pause. Was die Strandurlauber nervt, weckt bei Sonny Hönscheid Heimatgefühle. Die 35-Jährige stammt aus einer Surferfamilie und ist quasi auf dem Brett aufgewachsen. Die 12-fache deutsche Meisterin im Wellenreiten lebt auf der deutschen Nordseeinsel Sylt und ist vor ein paar Jahren sehr erfolgreich auf Stand-Up-Paddling umgestiegen. Und inzwischen dreifache Stand-Up-Paddling-Weltmeisterin. Wir haben Sonny Hönscheid beim Training auf der Ostsee in Scharbeutz getroffen. Die italienische Hauptstadt Rom ist bekannt für ihre Ruinen aus der Antike. Was viele Besucher nicht wissen, im Untergrund gibt es eine verborgene Welt zu entdecken. Über Jahrhunderte hinweg wurden die Gebäude in Rom nämlich aufeinander gebaut. Die Stadt steht also auf ihren eigenen alten Fundamenten, die noch lange nicht alle erforscht sind. Für den zweiten Teil unserer Wochenserie Europas Unterwelten haben wir eine Tour durch das unterirdische Rom gemacht. Sie sind kein Geheimnis, aber trotzdem überraschend. Auch in unserer Rubrik Euromax High Five geht es heute um besondere Orte. Manchmal werden Dinge ja nach dem Ort benannt, in dem sie erfunden wurden. Und manchmal sind die dann auf der ganzen Welt bekannter als der Ort selbst. Schauen Sie mal. Garmisch-Partenkirchen im Süden Deutschlands ist unser letztes Ziel heute in der Sendung. Dorthin lässt Florian Gesinnen regelmäßig seine Schätze liefern. Ob Chevy oder Pickup, seine Leidenschaft gilt US-Oldtimern aus den 50er und 60er Jahren. In seiner Werkstatt macht er sie wieder startklar. Flo's Garage heißt sie und ist genauso ein Liebhaberstück wie seine alten Autos. Wir feiern Anfang August ein Jubiläum, die 5000. Euromax-Ausgabe. Und auch Sie zu Hause können ein Teil davon sein. Schicken Sie uns einfach einen kleinen Videogruß oder auch ein Foto und erzählen Sie uns, was Sie uns zur 5000. Ausgabe wünschen. Alle Infos finden Sie auf unserer Internetseite unter dw.com/lebensart. Und als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern diesen exklusiven Berliner Bären hier im Euromax-Design. Ein handgefertigtes Unikat ist das. Also machen Sie mit. Wir freuen uns auf Ihre Botschaft und natürlich auch, wenn Sie morgen wieder einschalten zu einer neuen Ausgabe von Euromax. Bis dann!